Hallo, hier ist wieder dein Holger mit deinem Podcast Lass dich nicht abzocken. Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwick. Kaufen oder mieten? Das heutige Thema. Kaufe ich eine Immobilie oder bleibe ich lieber Mieter? Jetzt begebe ich mich auf ganz, ganz dünnes Eis. Denn über emotionale Sachen lässt sich nicht diskutieren. Deshalb nimm das bitte nur als Anregung, als Diskussion. Das Ganze wird auch sehr, sehr polarisieren. Denn es gibt den Typen, der sagt, ich muss kaufen, weil Miete zahlen ist shit. Ich mache den Vermieter doch nicht reich. Es gibt andere, die sagen, ha, ich bin doch ein cleverer Unternehmer, ist doch sinnvoller, Miete zu bezahlen und die Differenz zu dem, was ich für eine Immobilie aufwenden müsste an Zins und Tilgung, zu investieren in andere Kapitalien, und da habe ich doch viel, viel mehr von. Es gibt sowohl für die eine Position als auch für die andere Position immer Argumente, die das Ganze unterstreichen oder widerlegen. Deshalb fühle dich bitte nicht persönlich angegriffen. Ich sage nicht, du sollst mieten. Ich sage nicht, du sollst kaufen, sondern das einzige Ziel ist es, einfach mal ein bisschen zu polarisieren, ein bisschen mal anders zu denken, als man das vielleicht aus seinem Elternhaus oder aus den Zeitungen oder von draußen so von den Freunden, Bekannten gewöhnt ist. In dem vorherigen Podcast ging es ja um das Thema Probewohnen. Das ist der Podcast 33. Wenn du nicht gehört hast, hör dir doch mal an. Da habe ich doch mal das Beispiel gebracht von einer Familie, verheiratet, ein Kind, die 1160 Euro Miete bezahlen monatlich. Und die haben ein Haus im Angebot gehabt für 758.000 Euro zu kaufen. Im Probewohnen habe ich dargestellt, wie man das auf eine sichere Art und Weise machen kann, damit das kein Abenteuer wird. Das heißt, wie man probieren kann, ob man Zins und Tilgung für eine solch große Immobilie auch nachhaltig so bezahlen kann, dass noch Geld übrig bleibt für die schönen Dinge des Lebens und natürlich für Essen, Trinken, Urlaub und so weiter, die Versicherungen, die bezahlt werden müssen. Aber das Pärchen könnte ja auch hingehen und sagen, okay, 1160 Euro Miete bezahlen wir jetzt. Wir gehen vielleicht hin, nehmen uns eine bisschen größere Wohnung, dann zahlen wir vielleicht 1500 Euro, da kommen wir auch mit klar. Irgendwann gehen die Kinder eh aus dem Haus raus. In der Zeit sind wir auch in der Lage, im Prinzip mit den Quadratmetern, die wir momentan haben, klarzukommen. Naja, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, das muss jeder für sich selbst bestimmen. Aber nehmen wir mal an, die würden sagen, hey, wir bleiben einfach hier wohnen und wir machen jetzt eins, die 2000 Euro, die wir der Bank bezahlen, kann ich ja dann auch, statt Probe zur Wohnung, mache ich eine Probe Altersvorsorge damit. Das heißt, ich nehme dieses Geld, zahle 2000 Euro in irgendwelche Maßnahmen ein, die kapitalbildend sind, wo ich meine Altersvorsorgung wunderbar mit aufbauen kann. Über 30 Jahre hinweg 2000 Euro einbezahlt, mit einer Verzinsung von 3% habe ich jetzt mal gerechnet, ist sicherlich nicht zu hoch, durchaus erzielbar mit gewissen Maßnahmen. Da sind also 720.000 Euro einbezahlt worden und es ergibt sich ein Kapital am Ende der Laufzeit von 1.130.000 Euro. Sorry, es sind genau 1.160.364. Wer das nachrechnen möchte, es gibt im Internet eine kostenfreie Software, zinsen-berechnen.de. Da kann man solche Zahlen selbst eingeben. Vielleicht ein guter Tipp, man hat nicht ja jemanden Zwernsrechner zur Hand und das Internet hilft mir wirklich mit schönen Programmen. Da kann man das sehr, sehr gut mal selbst nachrechnen. Das heißt, also nach 30 Jahren hätte dieses Ehepaar 1.160.000 Euro zur Verfügung für eine Altersversorgung. Nicht schlecht, oder? Und hat stattdessen zur Miete gewohnt. Auf der anderen Seite wäre dann, wenn die 2.000 Euro
eingezahlt worden wären zur Bank an Zins und Tilgung, würde das Haus nach 30 Jahren den Eheleuten gehören. Und die Frage ist, wie viel ist dann dieses Haus noch wert? Naja, um die 1.160.000 zu schlagen, müsste sich die Immobilie auch mit 3% pro Jahr natürlich auch rentieren, sprich weiterentwickelt haben. Dann hätte man das gleiche Geld. Und jetzt kommen natürlich Denkmodelle nach dem Motto, naja, Immobilie, die 30 Jahre alt ist, kriegt man da wirklich 1.160.000 Euro? Und ich muss die Immobilie verkaufen, um dann auch das Geld zu erlösen, um das dann für meine Alterung zu haben. Was ist eigentlich mit einer Immobilie über 30 Jahre? Was kann kaputt gehen? Heizung, Dach, was weiß ich, es wird irgendwas investiert. Auch das Geld muss natürlich vorhanden sein. Woher kommt dieses Geld? Er merkt, es entstehen auf einmal sehr, sehr viele Fragen. Eine Immobilie ist ja eigentlich keine Kapitalanlage, die man selbst bewohnt, in meiner Welt, sondern eine Immobilie macht Spaß und Freude. Ich sehe meine Kinder im Garten und ich sage, hey, ist mein Eigentum. Ich muss mich nicht mit Nachbarn streiten, die im Hause mitwohnen, die über mir oder unter mir wohnen. Ich habe aber vielleicht das Problem, dass der Nachbar am Gartenzaun nebenan mir Stress macht. Und naja, bei der Festen, bei der Immobilie, die mir gehört, kann ich ja nicht immer ausziehen, wenn der Nachbar mir auf den Nerv geht oder ich verkaufe die Immobilie immer schnell, während ich bei einer Wohnung, die ich als Mieter benutze, natürlich auch jederzeit ausziehen kann und sage, das Ganze geht mir auf den Nerv, ich habe die Möglichkeit, hier wegzuziehen. Ihr merkt also, es gibt immer das Gegenargument, ist es sinnvoll, als Eigentümer oder als Mieter in der Immobilie zu leben. Bei den Kosten, die ich eben ansprach, bei der Immobilie auch wieder ein Argument, als Eigentümer muss ich selbst alles bezahlen, es geht etwas kaputt. Bei der Mietwohnung rufe ich den Vermieter an und sage, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte ist, das und das ist kaputt gegangen. Die gute ist, das ist dein Job als Vermieter, das zu bezahlen. Auch das kann ein Vorteil sein, als Mieter zu wohnen. Da fällt mir so ein Podcast ein, ein YouTube-Video ein, das ich mal gesehen habe von dem Investmentpunk, nennt er sich, von Gerd Hörhahn, der in Wien eine scheinbar sehr teure Wohnung hat, am Stephansdom, schönes Apartment, der sagt, hier wohne ich für 2000 Euro, tutti completo, müsste ich die Immobilie selbst kaufen, dann müsste ich im Prinzip 1,3 Millionen oder so, hat er, glaube ich, gesagt, dafür zu bezahlen. Also ich wäre ja Depper, der hat eine nette Art und Weise, das immer zu formulieren, sehr direkt und sehr, ja, sehr, 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 ja, sehr, sehr, sehr sportlich, wie er bestimmte Sachen formuliert. Bin ich ja deppert, wenn ich das machen würde. Ich gehe doch hin, nehme mein Eigenkapital, mein Kapital liebe und gehe hin und kaufe mir dafür Vermietung, Verpachtungsobjekte. Also eine Möglichkeit, das ersparte Geld, das Eigenkapital, was ich habe oder der Annuität, die ich sonst der Bank bezahle, einzusetzen für Investments, die vielleicht viel lukrativer sind als für eine eigengenutzte Wohnung. Also das gibt jetzt viele Fürs und Widers. Eins ist klar. Emotio schlägt Ratio, das heißt, das Gefühl wird immer meistens das Papier, den Kopf bestimmen, was du dir aufgeschrieben hast. Ob für dich jetzt die Immobilie gut oder schlecht ist, ob du dein Geld lieber in andere Investments stecken solltest, das ist natürlich immer deine Entscheidung. Wichtig ist nur eins, überleg dir vorher, was bin ich für ein Typ? Bin ich der Typ, der selbst die Immobilie braucht? Sag hier, die ist mir, ich wohne hier drin. Oder bin ich einer, der sagt, ich möchte lieber eine tolle Rendite irgendwo rausholen und mache stattdessen andere Kapitalanlagen und wohne zur Miete. Was bist du für ein Typ? Lass es mich wissen. Vielleicht löse ich jetzt eine Diskussion aus, die sehr, sehr interessant ist und ich werde in einem der nächsten Podcasts drüber berichten. Also schreib mir gerne deine Meinung dazu unter der E-Mail fragholger@gvms-nentwick.de. Das Ganze ist auch in den Shownotes nachzulesen, meine E-Mail-Adresse. In dem Sinne, alles Gute und überleg genau, ob du ein Kauftyp oder ein Miettyp bist. In dem Sinne, alles Gute.